Die sind da. Wir können eigentlich schon runter, ne? Wir holen jetzt eine ganz bestimmte Person ab. Wir haben den Anruf bekommen, dass sie jetzt hier gleich unten ist. Und wir sammeln sie von der U-Bahn ein. Auf ganz Gentleman. Wir lassen sie nicht hier hochkommen. Wir sammeln die von der U-Bahn ein und bringen sie hier hoch. Sicher. Ich denke, wir wollten die noch von der U-Bahn abholen. Herrin? Ah! Muss sofort auf die Toilette. Ihr kennt sie. Groß oder klein? Ah! Oh! Ich hab schon wieder... Haben wir die nicht schon mal gesehen? Ja, natürlich kennt ihr ihn. Weiß ich nicht. Danke. You know him? Dennis? You know me? Nein. Nein? Mhm. Da war als erstes. Oh. Bevor du reingehst. Ich weiß nicht, wie das heißt. Wichtig ist einfach nur, fühlt euch wohl. Fühlt euch wie zu Hause. Genau, habt ihr was zu trinken für uns? Wenn nicht wir, wer dann, Karin? So, was möchtest du trinken? Was habt ihr denn angeboten? Wir haben einmal klares Wasser, das ist aus der feinsten Quelle. Ja. Dann haben wir klares Wasser aus der feinsten Quelle mit Kohlensäure. Ja. Und dann hätten wir noch im Angebot, das war's. Ah, eine Cola für mich? Muss da mal rauskommen. Halt mal Cola. Mein Handy, ich muss auf Toilette. Ja. Fühlt euch wie im Hotel. Handy könnt ihr anstecken wie Holz. Macht es einfach. Ich möchte das Handy. Warum habe ich jetzt das Handy einfach in der Hand? I want to charge my phone. Charge, Why it's don't charge? Maybe your cables broke? No, I use the cable now, you know. How many minutes you have take to here? Like 30 minutes. Karin hat zu mir gesagt 15 bis 20 Minuten. Vorab unseren herzlichen Dank für diese immensen Verbesserungen für alle Menschen. Also ich produziere den und du bist verantwortlich für das Gesang hier. Weil Karin, wenn ich singe, dann sind wir hier ganz schnell, ne? Warum geht denn dein Scheißstuhl nicht hoch? Karin, du kannst ruhig ein Stückchen näher kommen. Man hört sich jetzt ein bisschen selber, ne? Nicht verunsichern. Ich habe hier schon ein Beat rausgesucht. Was? Ich hab den schon rausgesucht, Karin. Nee, woher weißt du den? Weißt du warum? Ich kann dich so gut einschätzen in den letzten Jahren, Karin, dass ich ganz genau weiß, was dein Musikgeschmack ist. Lass hören. Das ist mein Handy? Oh. Das ist kann auch mein Handy sein. Das tut ja weh. Karin, lass den erstmal auf dich zeigen. Also. Was ist das? What happened? Und jetzt kommt Karin. Weißt du, wer den Beat gemacht hat? Nee. Ich nicht. Mein Gott, ich krieg doch bald ein Kind. Ja, und da war das Kind. Karin, das Allerwichtigste ist jetzt erstmal, wir haben den Beat. Das ist die hauptsächliche Sache. So, jetzt bräuchten wir theoretisch den Text. Bevor wir den Text machen, musst du dich ja schon mal von der Melodie einstimmen. Ja. So, hör dir das mal einfach an und versuch mal ein bisschen zu summen. Ja. Oh, ich muss atmen. Mama sagt, oh, das ist schwer. Schwerer als man denkt. Until the first smile. Also findest du den grundsätzlich nicht gut? Nee, gar nicht. Dann müssen wir wohl gemeinsam mal nach einem Beat schauen. Ja. Konzerte gebe ich immer an, dann haben wir es gleich. Konzerte brauchen wir ja nicht. Nein, aber da ist das Lied. Aber das Lied bringt uns ja nichts. Wir brauchen den Beat. Die Maus hat auch seinen Geist aufgegeben. Oh, wonderful. Ja, ja. Karin, wo du, du die Luft holst, das ist echt grandios. So, Karin, ich lade uns den Beat jetzt runter. Ja, auf den machen wir jetzt die Musik und dann geht's auch zapp, zapp, los. Ich ziehe den Beat hier jetzt rein. Meine Familie sind Helfer und Heile. Wir auch Familie K. Liebe Leben, das tun wir jetzt mit diesem Song. Löse uns von dem Bösen. Ja, Junge, was ist denn das für eine Scheiße? Ich schwör auf alles. Gut, es hat angefangen einfach mit diesem scheiß Beatwechsel. Wir hatten einen ganz normalen Beat. Wir haben uns den rausgesucht, dachten uns, okay, der Beat ist perfekt. Kommt ihr und sagt, der Beat ist kacke. Karin, wir ziehen das Ganze jetzt durch. Auch wenn ein paar technische Probleme da waren und ich mir dachte, ich springe gleich vom Haus. Wir ziehen das jetzt durch. Wir brauchen nur noch dich, Karin. Mein linker Platz ist frei. Karin, komm jetzt und spring hierher. Auf der Linie. Aber jetzt komm nicht mit hier, ich muss hier gleich wieder auf die Toilette, ne? Da warst du heute, glaube ich, schon zum fünften Mal. Also, Karin, ich zeig dir jetzt erstmal den Beat. Oh, da werde ich ja. Das Barry White Musik. Ich könnte dich ja, ne? Vernommen ist auf Friesisch. Nee, Hochdeutsch. Was können Sie? Dich mal gern haben. Mich gerne haben? In welchem Sinne? Wo kommt der? Aus dem Mars. Der Arme. Die Leute denken, glaube ich, ich fülle die ganzen Leute hier ab, ne? Aber so kann ich nicht sitzen und singen. Ich will nämlich nur stehen. Aber Karin, du hast, glaube ich, vergessen, dass das Mikrofon hier ist, ne? Hier ist das Mikrofon. Ja. Auch relativ wichtig eigentlich für die Stimme, ne? Ich höre nichts. Ah, Karin, weißt du, warum du nichts hörst? Wieso? Weil das Mikrofon dich nicht hat. Hast du schon einen Text im Kopf? Ja. Okay, also schreiben wir heute keinen Text. Da haben wir uns wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe wirklich. Das wusste ich im Voraus, weil du ja denkst, wie ich. Oh Gott. Hilf mir jetzt in diesem schönen Moment. Das können wir aber als Adlib auch nehmen, ne? So dieses Geflüstere. 3, 2. Yeah. You are my man. Oh, the man I need.
Listen, listen, listen to this music. It's the best healing from God. Lord Father Abdullah. I love this. Name from Africa, my man. It's Yunuska, the king of Gambia. I'm so proud to tell you now. That makes me crazy and angry. I fight. Wir sind durch. Was? Cam. Das war doch erst der Anfang. Ich merke schon, das war erst der Anfang. Cam, da war so viel Power hinter. War das gut? Da kommen die Leute gar nicht hinterher. Ich höre es mir jetzt an. Bruder, Baller, das ist Hit. Ich schwör, das ist Hit. Ey, Yusuf, ich hab dir eins zum Töten gemacht. Komm her, Yunus. Einfach, wenn du das Lied hörst, du wirst sie lieben. Wo ist denn dein Ohr hier? Guck mal, wie sie reinballert. Guck jetzt, wie sie reinkommt, Yunus. Und? Karen, ich sag's dir. Das wird ein Hit. Karen, das wird ein Hit. Was auch ganz wichtig ist, wirklich, was sehr wichtig ist, sind die Adclips. Das heißt, das ist die normale Spur, wo du singst. Ja. Und dann kannst du im Hintergrund nochmal so irgendwas machen. Verstehst du? Warte, ich stehe wie jetzt, wie sei ich auf jeden Fall. Warte mal. Karen, nicht so lang, sondern es soll schon kürzer sein. Zum Beispiel sagst du Freedom und dann kannst du am Ende nochmal so Freedom sagen, weißt du? Ja. Also ich bin selber Sänger gerade. Freedom, sweetness, give it to us. God, God. Yes, we are. Das ist es, Karen. Das ist es. Du bist Goldbarren, Karen. Walla, Yunus, weiß gar nicht, was links und rechts ist. Yunus denkt sich gerade, Digga. Wer hat mich hier hingebracht? Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir sind durch. Wir haben den Beat, wir haben den Hauptpart, wir haben die Adclips. Jetzt müsstest du das noch mit nach Hause haben? Ja, ja, das könnt ihr auf CD brennen. Jetzt müsstest du eigentlich nur noch quasi mixen und mastern. Hört man mich? Ja. Man muss es nur noch mixen und mastern. Und dann ist das ganze Endprodukt fertig. Und dann müssen wir, Karen, theoretisch nur noch das Musikvideo abfilmen. Oh, das kommt noch. Hast du Gänsehaut? Ja. Du auch, ne? Ja. Du warst wie in deinem eigenen Raum. Die Tür war zu. Die Tür war zu. Mhm. Das war eine gedämpfte Tür, man hat nichts mitbekommen von draußen. Mein Gott, was du alles. Look how we live with the best people in the world together. Mhm. For not understanding, I'm German, the beautiful African man. Merci, as we also sing. Ja. Crazy and angry, I fight!